Ja, also wir freuen uns total, dass der Noah jetzt endlich seinen Arm hat. Und ich glaube, für ihn ist es noch gar nicht so greifbar, aber für uns ist es schon, ja, schon jetzt die paar Minuten, was wir gesehen haben, ist einfach unglaublich, was er schon machen kann. Und ja, also ich war vor uns schon ein bisschen zu Tränen gerührt schon. Und ja, ich glaube, der Noah wird es erst in den nächsten Tagen so merken, was er eigentlich dann so alles für Dinge machen kann, aber ich glaube, er ist einfach unglaublich glücklich. Und ja, wir danken ganz sehr den Lesern, allen, die uns ja da geholfen haben, die gesammelt haben, die Spenden gegeben haben. Ja, es ist einfach ein Traum für uns alle wahr geworden, nicht nur für Noah. Und für uns alle als Familie, glaube ich, ist es ja was, was man nie vergessen wird und was immer eine Erinnerung bleibt und ja, wo wir, glaube ich, für immer dankbar sind. Ja, der Jayco 2 ist die zweite Generation vom Roboterarmhersteller Kinova. Und der Jayco 2 hat eine Tragkraft von 2,5 Kilo. In der Mittelstellung, im ausgestreckten Zustand, sind es 2 Kilo. Der hat eine Reichweite von 90 Zentimeter. Hat 6 Achsen, kann somit jeden Punkt im Raum erreichen, innerhalb seiner Reichweite. Und der Noah kann den Arm über seine Rollstuhlsteuerung steuern. Der Arm wird quasi integriert in die Steuerung. Das heißt, er kann mit seinem Rollstuhl-Joystick den Modus wechseln von Fahren auf den Arm und kann dann mit dem Joystick den Arm komplett steuern mit all seinen Funktionen. Und genau, damit kann er eben greifen, Grundbedürfnisse erfüllen wie trinken, essen, eine Tür öffnen und so weiter. Also, ich freue mich am meisten darauf, dass ich mich endlich kratzen kann. Und ja, also ich finde es jetzt richtig cool, dass der endlich da ist. Also es ist wirklich cool, das Teil. Ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera hier sehen kann, ich denke mal nicht. Aber es ist ein richtig cooles Teil und hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu holen. Ja.